Deshalb hast du deine Abfuhr bekommen. Also, hier ist der Deal. Ich mache einen ansehnlichen Kerl aus dir und wenn sich diese Dana dann mit dir trifft, krieg ich die Wanze. Alles klar? Na gut. Für Dana tue ich alles. Okay, ich lege sofort los und besorge etwas Seife und was Vernünftiges anzuziehen. Ein Haarschnitt wird auch fällig. Es gibt eine Menge zu tun, wenn ich dich wie einen Menschen aussehen lassen will. Ah, da ist ja mein Imageberater wieder. Warst du erfolgreich? So schnell geht das nicht. Ich werde dir erst mal sagen, was so alles auf dich zukommt. Nicht, dass es nachher Missverständnisse gibt. Ich will's gar nicht wissen. Erstmal müssen die Haare runter und die Läuse gleich mit. Meine schönen Haare. Dann die Klamotten. Alles ist besser als das, was du da anhast. Ich trage diese Kleidung schon seit Jahren. Das glaube ich dir aufs Wort. Und mindestens genauso lange hast du sie nicht gewaschen. Und wo wir gerade beim Waschen sind, dich selbst müssen wir auch irgendwie sauber kriegen. Ich hasse Wasser. Und Seife auch, wette ich. Aber es hilft ja nichts. Oder hast du es dir anders überlegt? Nein, nein. Ich muss Dana haben. Ich mache alles, was ihr sagt. Ein Verkaufsstand. Wer kauft wohl diesen alten Elektroschrott? Schau mal, wie Rudolf zu mir herüberschaut. Eigentlich stehe ich auf Kerle in Adrettenuniform, aber für einen billigen Dorfpolypen bin ich nun wirklich zu schade. Ein hübsches, junges Ding wie ich hat's schwer heutzutage. Was für eine sinnlose Plackerei. Da wollte ich eine schöne Tischplatte tischlern, aber das Holz war viel zu schlecht. Jetzt kann ich eine neue Tischplatte machen und mein Kunde wird sauer sein. Ein hübsches, junges Ding wie ich hat's schwer heutzutage. Ein alter Dodge Ram, Schrott. Ich überlege gerade, ein Geschenk für Oma Hulda zu schnitzen. Schnitzen macht mir nämlich eigentlich Spaß. Außerdem ist es besser, als Omas blöde Märchen anzuhören. Ich hasse die alten Geschichten. Hey, lass mich verdammt nochmal in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich meditiere? Menno! Das ist eine elende Frechheit, mich zu stören. Wie soll ich denn so eins mit dem Kosmos werden? Bilde dir bloß nicht ein, du könntest hinter meinem Rücken irgendwelche krummen Dinger drehen. Der gute alte Rudolf erwischt jeden Schlawiner und dann geht's ihnen an den Kragen. Hast du hier irgendwo Heini gesehen? Ist ungefähr 5 Meter lang, hat getigerte Haut und ist mir vorgestern während der Schlangenbeschwörungsshow abgehauen. Das sind ziemlich hässliche Graffiti. Ein Schrottauto. Was für ein völlig verrosteter Blechhaufen. Mein Enkel John ist ein echter Frechdachs. Aber er ist auch handwerklich sehr begabt. Seine Schnitzarbeiten sind wirklich schön. Schade, dass er keine Märchen aus der guten alten Zeit mag. Moment, dort drüben könnte eine Wasserquelle sein. Ich sollte mir das mal anschauen. Warum weinst du? Und wo sind deine Eltern? Meine Mama ist schon lange im Himmel. Und mein Papa ist weg. Ich suche schon die ganze Zeit nach ihm, aber ich kann ihn nirgends finden. Weißt du, wo er hingegangen ist? Er ist in den Wald gegangen, um zu jagen.
Also gut, ich schaue mich im Wald mal um. Wenn ich was rauskriege, sage ich Bescheid. Prima. Papa trägt eine Kette mit einem Bild von mir im Anhänger. Daran kannst du ihn erkennen.